Zu manchen Lehrern fällt es Schülern leichter, eine persönliche Beziehung aufzubauen, als zu anderen, klang er eben auch schon an. Einen mit sicher hohen Sympathiewerten, auch dies machte die Abi-Zeitung deutlich, habt ihr gebeten, heute Abend zu der geladenen Festgemeinschaft zu sprechen. Wie ich am Rande mitbekommen habe, wird sie nicht nur sprechen, aber lassen wir uns überraschen. Frau Kerstin. Mir wird heute die Ehre zuteil, als allerletzte von so vielen Lehrerinnen und Lehrern, die ihr in den letzten 9 oder sogar 13 Jahren hattet. Als 9 oder ja, 10 Jahre Stöpsel seid ihr damals ins Einstein-Gymnasium gekommen. Manche von euch begleiten mich an meinem allerersten Tag am Einstein-Gymnasium, als ich am Montagmorgen in der 4. und 5. Stunde eine Doppelstunde in der 9b halten musste. Und spätestens mit dem heutigen Tag endet, und ihr merkt es mit unbändiger Freude und vielleicht auch mit ein bisschen Wehmut, endet eure Schulzeit. Und nachdem ihr jetzt 9 Jahre lang den Unterricht von meinen geschätzten Kollegen und mir genossen habt, stehe ich nun hier und muss mir überlegen, was kann ich euch denn jetzt noch sagen. Maiko und Annika haben gerade schön dargelegt, ihr wisst ja eigentlich schon alles. Immer Schweineaugen seziert, immer Kurven diskutiert, ihr sprecht fließend Englisch, Französisch und manchmal sogar noch Spanisch. Ihr wisst, was Logarithmen sind. Ihr habt Sophokles, Schiller, Kleist, Kafka gelesen oder zumindest die Zusammenfassung ihrer Werke gelesen. Ihr habt euch künstlerisch und musisch betätigt, wisst, wie man den Schulhof reinigt. Ihr könnt Fußballtor aufbauen. Ihr habt gelernt, wie man auf sich selbst für alles Mögliche und Unmögliche Entschuldigung schreibt. Alles in allem scheint ihr völlig fertig für die Fußballtour. Also, was könnt ihr von eurem Heimathafen, dem Einstein-Gymnasium, dennoch mit auf eure Fahrt als Lehrerin nehmen? Ich habe mich im Kollegium unter uns alten Seefahrern mal umgehört, was für euch Kadetten mit noch auf dem Weg gehen könnt. Das habe ich euch in den Seesack gepackt. Die könnt ihr mitnehmen. Und außerdem habe ich da noch was reingeschmuggelt, was ihr so in dieser Umfrage, die ihr vor 2 Wochen machen solltet, als typisch Einstein bezeichnet habt. Das soll euch daran erinnern, an uns Leitende. Und diesen Seesack, den bringt euch jemand, den ihr auch in dieser Umfrage als der ist echt typisch Einstein bezeichnet habt. Dominikus Spinner. Alles, was ihr so alles noch für die weitere Fahrt braucht. Dominikus, beginnen. Tja, als erstes bringe ich euch natürlich Herrn Einstein. Und es liegt ja eigentlich nahe. Natürlich ist er als Namensgeber mit unserer Schule eng verbunden. Er hat viele bekannte Eigenschaften. Er wurde 1999 zum besten Physiker aller Zeiten gekürt. Er war Jude. Er erhielt 1922 den Nobelpreis für das Fach Physik. Er war entgegen der landläufigen Meinung kein schlechter Schüler. Er war nämlich in der Schweiz und da ist eine 6, eine 1. Aber als 16-Jähriger wollte er ohne Abitur in der Schweiz ein Studium aufnehmen. Scheiterte aber wegen seiner schlechten Französischkenntnisse. Deswegen passt das so gut zum Einstein-Gymnasium. Er hat die Aufnahmeprüfung nicht geschafft. Einstein war aber vor allem ein faszinierender Mensch. Pazifist und Philosoph. Und was hat das mit euch zu tun? Es ist gut, sich im Leben an Vorbildern zu orientieren, aber überhöht sie nicht als Quasi-Heilige, sondern nehmt sie als ermutigendes Beispiel. Zweiter Punkt von 10. Datenschraube. Es soll euch daran erinnern,
der Weg zum Chefsessel ist noch ein bisschen weiter entfernt, als ihr vielleicht denkt. Auch wenn man sich nachher so fühlt, sobald man von Kapitän Frankenstein nachher dieses Zertifikat in die Hand bekommt. Und genauso wie man aber mit einem Akkuschrauber hartnäckig den festesten Untergrund durchbohren kann, so wünschen wir euch Beharrlichkeit, Idealismus und Durchhaltevermögen. Denkt daran, ein Pirat weicht von keiner Aufgabe zurück, wenn ein Schiff sich anlauft. Außerdem könnt ihr damit das Schiff reparieren, falls ihr mal auf Grund lauft. Also das sind die berühmten Entschuldigungszettel. Bauchschmerzen, Gliederschmerzen, Bauchschmerzen, Kopfschmerzen, Bauchschmerzen, Bauchschmerzen, Arztbesuch. Die Zettel kennt ihr zu Genüge und ich nehme mal an, dass die meisten Entschuldigungen viel mit der Wahrheit zu tun haben. Einige entstanden aber wirklich eurer blühenden Fantasie. Bauchschmerzen, Gliederschmerzen, Bauchschmerzen, Krankheit, Verschlafen, Übelkeit. Wir haben den gelben Zettel als Symbol mitgebracht. Logisch. Findet in eurem Leben die richtige Balance. Steht eure Frau, eurem Mann dort, wo es wichtig ist und schont euch aber, wenn es nötig ist. Die kennt ihr alle. Das ist die Uhr, die bis gestern bei Frau Altmann im Büro hängt. Die soll euch jetzt aber nicht an irgendeinen Schulgong erinnern oder an eine innere Uhr oder irgendwas, sondern an den Spruch, morgen ist auch noch ein Tag. Ich weiß, ihr habt euch diesen Spruch selber in der Schulzeit schon genügend gesagt. Aber auch in deiner Ausnäckung. auch im ernsten Leben, ja, kann sein, dass euch nicht immer alles sofort gelingt. Und dass ihr für manches eben nicht nur einen Anlauf braucht, sondern vielleicht zwei. Nehmt Rückschläge mit Gelassenheit, lasst euch nicht unterkriegen. Klappt schon alles, wenn ich heute an Bord bin. Joe Clever. Getränkemädchen gab es früher bei meiner Lieferle, jetzt mit gleichen Handicaps im Automaten. Der schnelle Durst ist in der Regel schnell gelöscht. Einstecken, rausziehen. In der Vergangenheit hat euch Joe Clever geholfen. In der Zukunft werdet ihr zuweilen auch längere Durststrecken überwinden müssen. Und dazu wünschen wir euch die entsprechende Wegzehrung, nämlich den entsprechend langen Atem. Ein Original-Einstein-Putzlappen. Gestern noch im ersten Stock gebraucht. Und zwar habt ihr in eurer Umfrage, die ihr gemacht habt oder beantwortet habt, gesagt, dass oft in eurem Heimathafen die Toiletten nicht ganz im optimalen Zustand gewesen seien. Damit euch das in Zukunft auf euren winzigen kleinen studentenguten Schiffstoiletten nicht auch passiert, haben wir euch den Putzlumpen mit eingepackt. Außerdem wisst ihr ja, Unbehagen oder Dreck zu hinterlassen, das kommt nicht gut. Passiert aber dauernd. Macht einfach immer reinen Tisch, bleibt ehrlich und aufrichtig zu euch selbst. Jetzt habe ich mir gleich gedacht, Pascal. Der Maßbruch steht natürlich nicht für das deutsche Vorwerk und ich dachte, ich werde euch jetzt nicht zum Biertränken auffordern, auch wenn ich selber gerne trinke. Wir wollen euch viel mehr auf den Weg geben, im Leben das rechte Maß zu finden und wenn ihr es habt, es schließlich dann zu halten. Deshalb an 8. Stelle spätestens der Smiley. Wir empfehlen Ihnen aus eigener Erfahrung über die Schiffskoje zu hängen, weil es einfach, es soll beruhigen, wenn ihr abends Sorgen habt oder euch ärgert im Berufsleben oder auch im Studium oder in der Ausbildung.
Manchmal fühlt es einfach gut, wenn man hat Kraft über komische Mitmenschen oder manchmal auch über sich selber lacht. Und was zum Schluss? Das Bild von einem Piratenschiff. Echte Piraten sind, so sieht man es zumindest in den Filmen, wagemutige Helden. Wer wagt, gewinnt, sagt man ja bekanntlich, und dazu gehört ein piratenmäßiger Mut, den wir euch von Herzen ebenso wünschen. Seid mutig, geht euren eigenen Weg und verlasst die ausgetretenen Pfade, vertretet entschlossen, was euch wichtig ist, und verteidigt jemanden dort, wo es ungerecht zugeht. Das allerletzte Symbol, kennt ihr das überhaupt noch? Das ist ein altes Symbol, Knoten in einem Tuch. Das steht für Erinnerung, Erinnerung an irgendwas. Und ihr sollt euch daran erinnern, wo ihr herkommt. Vergesst nicht, dass ihr eure Wurzeln sind, egal wohin es euch auf eurer Reise treibt. Und egal wie viel in Wolke 7 oder 800 ihr im Kopf schwebt, bleibt mit beiden Beinen fest auf dem Boden, auch wenn es nicht der Kehlerboden ist. Ja, also mit diesen ganzen Dingen im Gepäck, deren Symbole wir natürlich wieder mitnehmen, mein guter Bierpunkt zum Beispiel, kann eigentlich für euch nichts mehr schiefgehen. Bleibt noch zu hoffen, dass ihr daran denkt, dass ihr nicht alleine auf die Reise geht. Auch wenn wir nun die Besatzung des Einstein-Gymnasiums Kehl zurückbleiben werden und euch in die Welt entlassen, so werden doch noch viele mit euch auf die Reise gehen. Zum Beispiel eure Eltern werden euch weiterhin begleiten und mit Sorge schauen, was ihr so treibt und vielleicht sogar mit mehr Sorge als bisher. Und eure Freundinnen und Freunde gehen entweder mit oder sie werden euch vermissen. Es gibt ein paar, die müssen sich trennen. Der eine studiert in München, der andere bleibt in Kehl. Tragisch, tragisch, habe ich dann gedacht. Ihr werdet aber neue Menschen kennenlernen, neue Regeln, neue Herausforderungen werdet ihr meistern. Manche von euch werden vielleicht an Grenzen stoßen und manche Grenzen durchbrechen. Und viele werden sicherlich sich erstmal die Mauern ordentlich den Kopf einschlagen, bis die Tür finden. Vergesst bei all dem Spaß, den ihr haben werdet, nicht, dass ihr nicht alleine seid, wie die Simone schon gesagt hat. Herrn Oettinger, kennt er noch? Wie old in one boat, wie unser ehemaliger Ministerpräsident so schön sagte. Übernehmt Aufgaben, Verantwortung und erfüllt euch selbst, eure Eltern und uns, die Crew im Heimathafen Einstein, mit Stolz. Wir wünschen euch von Herzen alles Gute, liebe Abiturientinnen und Abiturientinnen. Und wenn ihr Piraten irgendwann auf die Schatzinsel kommt, die ihr zu erreichen hofftet oder wolltet, dann schreibt uns mal eine Flaschenpost, falls ihr Stift und Flasche zur Hand habt. Wir wollen uns nun auch im Namen unseres Kollegen zum Einstein-Gymnasium mit einem alten Seefahrerlied von euch verabschieden. Gut, es ist vielleicht nicht nur für Piraten gedacht, aber doch für all diejenigen, die sich auf eine Reise begeben. Weil wenn ihr reist, dann ergeben sich so viele Fragen und leider können wir die auch als Lehrer nicht immer alle beantworten. Und die kann niemand beantworten. Das begleiten uns unser ganzes Leben lang. Also, Dominikus, ist fertig? Nein, es ist noch nicht fertig. Ich habe mir überlegt, es ist im Grunde genommen besser, wenn mehr Leute zusammen singen. Ihr kennt die Seefahrer nicht bestimmt alle. Die Seefahrer vom Einstein auf jeden Fall. Die Eltern sicher auch. Ich bin jetzt hier. Achso, ja.